Eine Produktionsbesprechung der anderen Art. Was die Landwirte an diesem 10. September auf einem Schlag der Agrargenossenschaft Nöbdenitz bei Wildenbürten zusammengeführt hat, das ist von ganz spezieller Natur. Leistungspflügen ist angesagt. 13 Drehpflüger und 2 Beetpflüger wollen heute ihre Besten ermitteln. Liebe Landwirte und Gäste, zum diesjährigen gemeinsamen Leistungsausscheid mit Pflügen der beiden Dienstgebiete unseres Landwirtschaftsamtes Altenburg-Zollenroda, Zollenroda-Altenburg möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich natürlich die Pflüger, die Wettkampfteilnehmer, die heute aus 3 Kreisen, dem Altenburger Land, dem Landkreis Greiz und dem Saale-Orla-Kreis, hier anwesend sind. Bevor es hinausgeht aufs Feld, noch einmal Schreibarbeit. Wissenstest ist angesagt, Fragen zum Thema Pflügen sind zu beantworten. Schulwissen ist gefragt, bei manchen liegt das allerdings schon einige Jahre zurück. 2 Stunden haben nun die Leistungspflüger Zeit zum Üben. Vorbereitet haben sie sich aber schon länger. Wir haben Mittwoch angefangen zu trainieren, Pflug einzustellen. Wir haben Mittwoch eine Parzelle gepflügt, bin wieder ein bisschen was verbessert, Maße aufgeschrieben, noch andere Verbesserungsmöglichkeiten gesucht, Donnerstag nochmal trainiert, wurde es merklich besser, Freitag noch eine Parzelle und dann musste es reichen. Ja, wir haben am Mittwoch und am Donnerstag 2 Tage geübt, solche Wettbewerbsparzellen gepflügt und ja, ich bin der Meinung, es klappt ganz gut, schauen wir mal. Ja, wenn man ehrlich ist, ging es gestern Mittag erst los. Also gestern 3 Stunden geübt und heute Vormittag hier halt. Pflügen, das ist für die meisten heutzutage noch immer der Inbegriff für Landarbeit schlechthin. Doch auf den Feldern verzichtet man zunehmend darauf. Oft schon ersetzt der Grubber den Pflug, wie es heißt, weil er den Boden schont und die Erosion verhindert. Zurzeit allerdings scheint Pflügen wieder im Kommen und das aus gutem Grund. Wir halten nach wie vor an den Pflügen sehr stark fest, weil wir davon überzeugt sind, dass die Pflugarbeit über die Jahrhunderte als die Bodenbearbeitungsmaßnahme überlebt hat, um den Boden in den sauberen Zustand nach der Ernte zu hinterlassen. Mit dem Landwirtschaftsalltag hat das heutige Pflügen nicht viel gemein. Hier geht es nicht um Hektar, sondern um Zentimeter. Ich habe jetzt soll ich das sagen? Den Pflug so verstellt, dass ich jetzt anfangen kann. Ich habe das Stützrad verändert, damit ich eine optimale oder gewünschte Arbeitstiefe bekomme. Ich habe mir ein Spezialwerkzeug dran gebaut. Gehört eigentlich zum normalen Pflug nicht dazu, ist ein kleines Geheimnis. Und ich habe meinen Scheibensich verändert, um eine saubere Furchenkante zu bekommen. Wenig später schon wird aus den Übungen ernst. Das Leistungspflügen beginnt. Zahlreiche Schaulustige haben sich eingefunden und natürlich die Schiedsrichter. Das ist hier die Stelle im Acker, wo wir uns einig sind, dafür kann er nicht. Ja? Das ist hier, ich würde sagen, in dem Fall gehen wir sie mal. Ja? Zu bewerten, was die einzelnen Pflüger hier vollbringen, ist alles andere als leicht. Punkte gibt es für die Spaltfurche, den sogenannten Zusammenschlag und das Einbringen des Bewuchses. Ebenso für das Ein- und Ausheben des Pfluges und die Schlussfurche. Beurteilt wird schließlich auch der Gesamteindruck der gepflügten Parzelle. In die Bewertung fließt dann noch das Ergebnis des Wissenstests ein. Maximal 100 Punkte sind insgesamt möglich. Die Neulinge an diesem Tag schlagen sich wacker, wenngleich nicht jeder mit seinen Leistungen zufrieden ist. Naja, geht schon. Hätte besser sein können. Woran hat es gelegen? Was waren die Vorstellungen? Ach, weiß schon nicht. Zum ersten Mal dabei ist auch Markus Seiler. Für ihn ein Auftakt mit Hindernissen. Okay, wie ist es gelaufen? Ich denke mal ganz gut eigentlich, aber die letzte Furche hat nicht hingehauen. Macht nichts. In 2 Jahren, zum nächsten Leistungspflügen, sieht sicher alles ganz anders aus. Am Nachmittag ist es geschafft. Sieger und Platzierte stehen fest.
Dank zahlreicher Sponsoren gibt es Präsente en masse. Sieger und Platzierte gehen mit Urkunden und Sachprämien nach Hause. Die Erstplatzierten erhalten außerdem Pokale. Bei den Beetpflügern wird Lars Pfeiffer aus Nöbdenitz Sieger. Bei den Drehpflügern holt sich Sören Kiesling aus Dittersdorf den Pokal. In 2 Jahren gibt es wieder einen Regionalausscheid im Leistungspflügen. Zeit genug, um sich gründlich darauf vorzubereiten.